Herzlich willkommen, mein Name ist Markus Oppitz und ich begrüße dich hier zu meinem PHP 5 Lehrgang für Einsteiger. Und in unserer 40. Lektion kümmern wir uns jetzt wieder um Functions und da schauen wir uns an, was man alles innerhalb von Functions machen kann. Nämlich hier jetzt als Besonderheit, dass man wieder Arrays verwendet, wie wir sie schon einmal kennengelernt haben. Ja, der PHP-Code geht von der 1. bis zur 19. Zeile. Wir haben schon besprochen, dass PHP sich eigentlich um eine Function erst dann kümmert, wenn die Function aufgerufen wird. Das geht hier an und für sich recht rasch. Mit Wochentagsausgabe wird die Function aufgerufen. Sie heißt ja auch Wochentagsausgabe. Es wird ja auch kein Wert in dem Fall übergeben, sondern innerhalb der Function wird hier ein Array festgelegt. Ein normaler Array, der wieder hier beginnt mit einem Index von 0. Es werden hier dann in dem Fall die Wochentage zugewiesen. Und hier wird dann einfach mit einer Vorschleife beginnen mit 0, so wie der Index ja auch des Arrays beginnt, bis kleiner gleich 6. Wird hier eine Schleife gebildet und hier werden dann die Werte für das Array mit der Bezeichnung Wochentag dann ausgegeben. Also eigentlich nichts Neues, was Functions betrifft. Es wird auch kein Wert übergeben, auch keine Metatüren zurückgegeben. Es soll einfach nur zeigen, dass man Functions auch umfangreicher gestalten soll. Ich probiere gleich hier unten dann das Beispiel zu lösen. Und ich wünsche dir viel Erfolg dabei.